Den Mädchenkram lasse ich. Den Mädchenkram lässt du drin. Die schafft bestimmt ordentlich was weg. So, kombiniere Drahtbürste mit der Sette. Nur im absoluten Notfall. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Was für eine Sauerei! Noch ein Fettflächen. Was für eine Sauerei! Und wieder Staub. Perfekt. Und wieder Staub. Perfekt. Vielleicht kommen wir jetzt. Nur im An. Fettlöser. Noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Noch gib. Staubwedel. Nicht gut. Nein, das habe ich schon abgestimmt. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen. Ja, ich habe es schon mal gemacht. War schon bessert. Doc. Ist die Datasette denn? Lass mal sehen. Heiliges Kanonenrohr. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe mich kurz umgedreht und auf einmal war sie so. Ist ja auch egal, wie es passiert ist. Du musst das Zeug irgendwie wieder rum. Am besten verstanden. Okay. Noch nicht richtig genug. Nur im absoluten. Wer tritt denn dieser absolute Notfall ein? Noch gebe ich nicht auf. Staubig fett unverrät. Ich hoffe, das gehört so. Aber jetzt. Nur im absoluten Notfall. Okay, vielleicht jetzt. Vielleicht versuchen wir es mal. Die Datasette. Ist die Datasette das? Heiliges kann. Ich weiß nicht. Ich hab. Ist ja auch egal. Du musst. Am besten machst du nichts dran. Verstanden. Tja. Und? Hast du die Kontrolle? Ich bin. Beeilt. Es ist nicht gut für den Kopf. Wenn wem sag. Ich hoffe. Ja, also. Das habe ich schon abgestaubt. Ja. Nur im absoluten Notfall. Okay. Ui, hör dir gar nichts mehr. Gut, dass ich noch einen Joker im Ärmel habe. Das ist doch ein Joker im Ärmel. Tada. So gut wie neu. Ja, du kannst ja da. Könnte noch woanders herkommen. Und? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep, alles sauber. Sehr gut. Spitzenmäßig. Total verkratzt. Moment mal. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach, die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich. Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen, wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Muss ja.
Ja, dann rein damit. Sie ist wach. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi Rufus. Olfi ist auch gut. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute, Deponianer. Es ist also wahr, Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das musst ist du. Fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles. Ja. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und oh, wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja. Oh wei. Offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei es drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Dein Implantat war kaputt. Genau. Der Stoß vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja. Ja, Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder. Und jetzt ist alles, und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Cletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Dings. Natürlich, du sagst, der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja, schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Oder vielleicht gerade deswegen. Der Organon will Deponia zerstören. Das weiß ich. Darum sind Cletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du, ich beschütze dich. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten Argus eine Falle stellen. Wir heben erst eine Grube aus, dann tarnen wir sie mit Schlamm, dann lösen wir den Alarm aus. Und während du als Giraffe verkleidet auf einem angrenzenden Berg... Klingt nach einem guten Plan. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Cletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Oder das. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Ganz genau. Wir sind Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch? Los geht's. Na dann. Let's go. Muss vorangehen. Okay, großartig. Alles klar. Ich gehe voran. Komm du nur hinterher, Goal. Ich führe dich. Ich sollte mich vielleicht vorher als Cletus kostümieren. Ahem. Und seine Beamten. Schnell in Deckung. Also, wir suchen nach einem Deponianer und einer großgewachsenen Elysianerin. Wir haben ihre Spuren gefunden.
Wir wissen also, dass sie noch in der Nähe sind. Wenn ihr sie findet, ergreift sie. Die Elysianerin darf nicht eliminiert werden. Der Deponianer hingegen schon. Was? Hast du das gehört? Tja. Ja, schon. Ich bin denen wohl zu gefährlich. Wieso? Ist er etwa zu gefährlich? Nein, keine Sorge. Er ist einfach nur im Weg. Also vorwärts. Sie sind noch irgendwo auf dem Gelände. Behaltet das Tor im Auge, damit sie uns nicht noch entwischen. Na toll. Sie wissen doch gar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Halte dich im Hintergrund. Ich werde denen jetzt mal zeigen, was es heißt, im Weg zu sein. Schnapp sie dir, Tiger. Na toll. Skidos-Kostüm haben wir natürlich nicht mit dabei. Mit einem Strohhalm ausgerüstet. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Vielleicht hier. Tonne Wasser. Ist das Säure oder was? Nur Wasser. Tja. Ja, das wäre super krass. Aber wenn ich schwimme, sehen mich die Wachen. Und zum Tauchen fehlt mir die Ausrüstung. Ja, also, Zuckerwatte werfen. Ja gut. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Okay. Neue Mission. Ja. Tja. Den Dümpel können wir nicht einfach so. Ja. Zum Top. Einen Schritt näher und ich erspann. Ja. Aber wie, aber wo, aber was? Eine Tonne Wasser? Ein Goal hinter den Turm. Da komme ich nicht lang. Einen Schritt näher und ich erspare. Ich kann nur hier lang. Tonne mit Wasser. Kein Ausweg. Tja. Strohhalm vielleicht mit Stümpel. Ich hoffe, Gordon passt gut auf. Das hier werde ich nämlich nur einmal machen. Wird ausgesoffen. Oh, nein. Jetzt wird getaucht. Okay. Hier entlang. Kofferraum. Hinein. Sehr gut. Kurbel. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Linkes Fenster. Oh. Kurbel. Oh, sehr gut. Mein Fenster. Oh, ein Gabel. Sehr gut. Und nun? Ja. Au. Was denn jetzt? Was war das? Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Natürlich. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Haha. Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Ja. Was uns zu Plan B bringt. Ja. Hm.
Ja. Kurbel rechtes Fenster. Au! Ja. Fertig. Sehr gut. Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Ein Schnabelkuscheltier.